Hallo, mein lieber Stier, herzlich willkommen hier zu deinem Oktober-Reading. Du darfst dich fragen, wer oder was nimmt dir aktuell die Energie? Wem oder was darfst du dein Herz gegenüber öffnen, damit hier ein schicksalshafter Wandel dich Richtung Glück voranbringt? Entscheide dich, Altes loszulassen und deine Zukunft neu zu gestalten. Raus aus On-Off, aus Multitasking und rein über die Kommunikation in deinen Neuanfang. Hab viel Spaß mit deiner Oktoberlegung. Hallo, mein lieber Stier, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sani und ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast, vielleicht neu auf dem Kanal bist oder auch wieder eingeschalten hast. Ihr Lieben, ich teile mit euch gerne die Liebe. Wir schauen rein in den kommenden Monat Oktober. Hurra, hurra, der Herbst ist da. An dieser Stelle wollen wir doch hoffen, dass wir unser Licht im Herzen tragen und auch nach außen ausstrahlen. Ihr Lieben, wir starten diesen Monat mit einer anderen Legemethode: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Herausforderung und Tipp der Karten. Wir haben hier immer noch eine Kollektivenergie. Bitte sei so ehrlich zu dir selbst und nimm dir nur das mit, was dir in dem Moment stimmig oder ja dienlich ist und sich stimmig für dich anfühlt. Und sei bitte auch so lieb, wenn du dich hier nicht findest, schau deinen Aszendenten Sonne oder Mond bzw. Venuszeichen an. Weil Sonne haben wir ja schon hier. Hoppala, was ist denn hier schon los? Die wollte raus, also gut. Ja, ein bisschen Unruhe merke ich bei euch. Ich schaue mal, vielleicht das ein oder andere Thema, mit was man sich auseinandersetzen darf. Jawohl, eine zukunftsweisende Entscheidung hier für euch wichtig, die Arme aufzumachen. Und ich darf dich auch sehr gern einladen, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video von mir verpasst. Lass mir auch gerne ein kostenloses Abo da oder werde Teil meines Kanals über eine Kanalmitgliedschaft. Hier bekommst du jeden Monat eine Blockadenlösung, ist gedacht für alle, die tiefer schauen und graben wollen, um sich stetig weiterzuentwickeln. So, ihr Lieben, wir haben es. Das Gesetz der Anziehung für dich am Unterdeck wichtig. Und ihr bekommt auch jeweils eigentlich noch eine Moonology-Karte, weil ich der Meinung bin, dass der ja, Vollmond in den Fischen im September bahnbrechend war. Hier geht es bei euch um die Kommunikation. Etwas darfst du klar aussprechen. Vielleicht hast du auch momentan das Gefühl, so einen Hals zu haben. Riskiere etwas, um einen neuen Weg, eine neue Richtung einzuschlagen, ne? Zukunftsweisende, bahnbrechende Entscheidung. Und etwas neu anzufangen. Wow, mein lieber Stier, um was geht's denn hier noch für dich? Schauen wir doch mal ans Unterdeck. Ja, wir haben hier mit den 7 Stäben in Reverse die Energie von halte durch, gib bitte nicht auf, glaube an dich, auch wenn du jetzt irgendetwas hier nicht ganz klar sehen kannst oder hier ganz viele, ja, Kämpfe, Herausforderungen auf dich einprasseln. So sagen dir hier auch die 7 der Stäbe, dass du deinen Erfolg verteidigen darfst, die Mitte halten darfst und choose your battle. Wo rentiert sich's zu kämpfen und wo ist es manchmal besser, einfach eine Sache, Situation neu zu bewerten? Ja, jetzt ist Zeit, um durchzuhalten, aber auch um Kritik nicht persönlich zu nehmen. Wir haben hier zweimal die Stäbe. Hier geht es um Leidenschaft, um Aufregung, um Abenteuer, aber auch um den Ruf deiner Seele. Weil immer, wenn du für ein Ziel losgehst, für einen Neuanfang, ist es natürlich notwendig, etwas zu riskieren. Und jemand im Außen kann es natürlich nicht passen oder könnte es nicht passen, wenn du dich veränderst. Das heißt, hier geht es ganz klar um die Wahrheit, ums Innere und Äußere erkennen und auch darüber sprechen, wo du dich blockiert fühlst und wo du aus deiner Komfortzone ausbrechen darfst. Ja, meine Lieben, ta-ta-ta, genau, et voilà. Lass Trauer und Schmerz zu. Hier beim Abwägen, beim Hin- und Herschwanken, du bist dir echt unschlüssig. Ich merke das, soll ich nicht gehen, bleiben, on, off.
hoch, runter mit den zwei der Münzen. Auch hast du vielleicht im Oktober viel zu tun, mein lieber Stier, ja? Hast hier Schwierigkeiten, alles unter einen Hut zu bekommen. Wann sollst du schlafen? Wann sollst du arbeiten? Wo ist deine Me-Time? Wo ist Detox-Time auch? Wie viel Zeit hast du für deine Partnerschaft? Wie viel Zeit investierst du in dein persönlichen Wachstum? Wir haben hier zweimal die zwei. Also, mein lieber Stier, hier geht's im Oktober drum, wirklich Balance zu finden, in Harmonie zu kommen, eine Sache, Situation auszubalancieren und auszugleichen, aber auch die Arme offen zu haben, seine Flügel aufzuspreizen und etwas in Empfang zu nehmen. Entscheide dich, wohin führt dich dein Weg. Sprich etwas ganz klar aus, riskiere etwas, damit hier ein Neuanfang für dich starten kann. So, meine Lieben, wir starten. Wir ziehen nachher auch noch ein paar Weisheitskarten und die Intuitive Whispers Orakelkarten ganz zum Schluss und klären jeweils diese Tarotkarten mit dem Tarot ab. Ja, meine Stiere, hier habt ihr die Hohepriesterin in Reverse. Das heißt, du hast hier Misstrauen, du in deine eigene Intuition, du vertraust hier deinem Bauchgefühl nicht. Vielleicht offenbart sich dir hier auch im Oktober ein Geheimnis, irgendetwas kommt hier ans Licht. Oder du siehst momentan in deiner Entscheidungsfindungsphase etwas nicht klar. Du darfst hier definitiv mal zwischen den Zeilen lesen. Ich muss es euch mal zeigen. Ich finde die Karte nämlich so faszinierend. Hier geht es um Resonanz, um Frequenz, um Sonarwellen, um auf die intuitive Botschaft deiner Seele zu hören. Hier das Geheimnis nicht wegzudrücken, sondern Anbindung nach oben zu finden und auch den Weg der Seele zu gehen. Wir mal, mit was klären die sie denn ab? Ja, du hast es hier vielleicht mit tyrannischen Menschen zu tun, mit Menschen, die sehr egoistisch sind. Du darfst hier aber wirklich loslassen und darfst dich mit den Fünfter-Schwertern in Reverse von Streitereien, Konflikten, Auseinandersetzungen distanzieren, von egobehaftetes Verhalten, von tyrannischen, arroganten, selbstüberschätzenden Menschen, stolzen Menschen distanzieren, ja. Hier geht es um Überheblichkeit für manche von euch oder ging es in der Vergangenheit auch drum, dass ihr vielleicht ja euer Licht verloren habt, ihr findet den Weg nicht, ihr hört hier nicht den Ruf eurer Seele, was euch aber dabei helfen möchte, hier aus stürmischen Zeiten rauszukommen. Eine Niederlage, einen Konflikt, negatives Denken, meine Lieben, gerade jetzt für den Monat Oktober wichtig. Win or lose, schau dir gern die Monatsenergie an. Wie entscheidest du dich? Auf was setzt du deinen Fokus? Auf arrogante Menschen, auf überfordernde und überschätzende Menschen oder bist du bereit, Hilfe und Unterstützung auch von Freunden anzunehmen, ein neues Abenteuer zu wagen, den Ruf deiner Seele zu vernehmen und dich aus Negativität, aus negativen Denken zu befreien? Ja, lasse los mit den vier der Münzen. Wunderbar, hier könnten wir es nicht offensichtlicher haben. Alles, was dir kein Fundament bietet, keine stabile Basis, was dich nicht dankbar und zufrieden stimmt, sondern immer wieder in Konflikt stürzt, das darf losgelassen werden. Höre auf die Stimme deiner Seele, höre hier ganz tief in dich rein und entscheide dich, aus dem Zweifeln rauszukommen. Auch wenn es ein langer Weg sein könnte oder war, hier geht es um Aktion, um Handlung, für seine eigene Stabilität und Sicherheit voranzugehen, ja, hier wirklich auch mit zuverlässigen Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen, die ja, dabei sind oder bereit sind, auch in eine Beziehung, Partnerschaft zu investieren, ja. Wie habe ich es gesagt, schaffe Klarheit, deine innere und äußere Wahrheit. Vielen Dank, hier haben wir das Ass der Schwerter. So, wow, meine Lieben, und das Ass der Kelche. Öffne dein Herz Menschen und Situationen gegenüber, die bereit sind, mit dir an etwas zu arbeiten, in die Schaffens- und Planungsphase zu gehen, auch wenn es bedeutet, ja, hier zu kommunizieren, die Unklarheiten zu vertreiben, ein Machtwort zu sprechen, ja, Klarheit in eine Sache, Situation zu bringen, Chance und Potenzial auf deine Wahrheit. Eine Entscheidung über die Kommunikation
kann hier gelöst werden. Vielleicht distanzierst du dich auch im Bereich der Arbeit von einer herausfordernden Situation oder Person, weil du jetzt deinem Herzensweg folgen möchtest, der Liebe folgen möchtest und für dich die Wiedergeburt der Emotionen, ein Neuanfang ansteht, der dich glücklich machen möchte, auch wo die Liebe fließen darf. Ganz egal, in welche Situation. Der Weg deines Herzens, Chance und Potenzial für dich wichtig hier zu nutzen. Was macht dich glücklich? Was bringt dich zum Strahlen? Hier geht es um Angebote und Nachrichten, vielleicht um Öffentlichkeitsarbeit, um Rausgehen, um Treffen, um Verabredungen. Sprich auch ganz klar im öffentlichen Bereich darüber, was dich Kraft und Stärke gekostet hat, und geh hier ganz klar deinen eigenen Weg. Auch wenn mit Pause und Unterbrechung, ja, so geht es hier drum, dass du vielleicht auch auf Zusagen wartest im Bereich der Arbeit, vielleicht auch überlegst, dich neu zu bewerben, wegzubewerben, weil hier Konflikte herrschen. Kann auch sein, dass du auf Nachrichten und Zusagen wartest, die hier Klarheit in dein Feld bringen. Okidoki, so schauen wir mal, wo stehst du aktuell? Meine lieben Stiere, was ist los bei euch? Kopflage, Blockade, du findest dein Licht nicht. Klarer könnten wir es nicht feststellen. Du darfst entscheiden, wo kämpfst du und wo lässt du einfach los. Ja, wir hatten hier den Tod, Stirb und Werde Prozess. Ein alter Anteil von dir möchte losgelassen werden. Schmerz und Trauer aus der Vergangenheit möchte losgelassen werden. Du bist hier mit der Sonne. Wie ich es vorhin schon gehört habe, vielleicht in einem Bereich der Selbstüberschätzung, dieser darf auch geheilt werden. Vielleicht hast du es auch mit Menschen zu tun, die dir dein Licht nehmen oder genommen haben. Ja, vielleicht bist du auch leichtfertig mit deinem Glück oder aber hast es mit überheblichen Menschen zu tun. Für viele kommt mir hier aber rein, du suchst dein Licht, du suchst dein Feuer, du fühlst dich ausgebrannt, vielleicht auch depressiv, verstimmt, ja, hast Sorgen, bist aber auch hier mit der Sonne in Reverse, im negativen Denken, im blockierten Erfolg feststeckend, ja. Bringe hier mit der Mäßigkeit Heilung rein, Balance, das rechte Maß, ausbalancieren, Gleichgewicht, wie wir es hier schon haben, ganz, ganz wichtig für dich. Das heißt, hier nicht Multitasking betreiben, sondern wirklich dich zur Priorität machen. Ja, toxische Muster und Glaubenssätze, negatives Denken überwinden. Ja, hier mit dem Wagen, wo es um Ablenkungsdenken gegangen ist, um Opfermentalität, um ja, mangelnden Willen, Irrwege, festgefahrene Situationen. Viele oder manche von euch sind auf der Flucht vor sich selbst. Was ist denn wichtig für euch jetzt hier zu wissen, damit Heilung in diese Sache-Situation reinkommen darf? Wahnsinn, meine Lieben. Nochmal die Zahl 2. Entscheide dich. Bringe Herz und Verstand in Einklang mit den zwei der Schwertern. Vertreibe die Wolken. Schaut euch das an. Wir haben hier den Hinweis und hier den Hinweis. Bringe Klarheit in eine Sache-Situation rein, ja, wo der Erfolg momentan blockiert ist, wo du negativ denkst. Finde das rechte Maß zwischen Erdung und Gefühlswelt. Ja, was möchte dein Herz? Was bringt dir Stabilität und Erfolg? Ja, differenziere dich oder trenne dich oder distanziere dich von Menschen, die hier Kontrolle über dich ausüben wollen, die aggressiv sind, unterkühlt, instabil, unreif, verantwortungslos, vielleicht auch im Bereich der Arbeit über die Stränge schlagen, ja. Hier geht es wirklich um Struktur, um Verantwortung für dein Leben und in deinem Leben. Vielleicht hast du es hier auch mit einem Ex-Mann, Ex-Frau, Ex-Partner, Ex-Partnerin zu tun. Darfst hier deinen Kelch füllen, darfst Hingabe im Bereich der Emotionen üben, hast vielleicht auch Hilfe und Unterstützung von Freunden, die dir gut zuhören können, dein Herz zu öffnen, zu heilen. Sture und starre Menschen, vielleicht auch das ein oder andere Vaterthema hinter dir zu lassen. Ja,
Arbeite hier mit Freunden daran, dass du es schaffst, aus der Antriebslosigkeit rauszukommen. Wir haben nochmal, meine Lieben, die 7 Stäbe in Reverse. Letzte Message für euren Oktober. Bitte nicht aufgeben, durchhalten, nichts persönlich nehmen, deinen Weg trotz Herausforderungen weitergehen und deine Einzigartigkeit lieben. Ja? Was nimmt dir Feuer? Was bringt dir Feuer? Wo geht dein Weg lang? Du entscheidest. Triff eine Entscheidung. Entschuldigung, aber das muss mal gesagt werden. Wir sind alle, ich sage es immer wieder, im Oktober jetzt aufgefordert, auf was setzen wir unseren Blickwinkel? Dankeschön. Aufs Gewinnen oder aufs Glück und aufs Loslassen, damit neue Fülle und glückliche Zeiten kommen können. Hier geht es mit den 3 der Münzen um die Planungsphase, in Frieden zu kommen mit der Vergangenheit, mit vielleicht Überhilfsbereitschaft, mit Menschen, die losgelassen werden dürfen, weil sie dir keine Stabilität und Sicherheit mehr schenken können. Hier geht es um einen Wachstumsprozess, um einen Reifeprozess. Hier darf man sich mit Menschen zusammentun, die auch im Bereich der Arbeit vielleicht mit dir an einem Strang ziehen. Kann auch sein, dass du eine Freundin hast, die dir dabei helfen kann, dein Feuer über die Weiterentwicklung wieder zu finden. Emotionale Herausforderungen, höre ich, möchten hier ein für alle Mal losgelassen werden. Choose your battle. Ja, mit den 7 der Stäben. Verteidige deine Mitte, halte deine Mitte, sei stolz auf das, was du schon erreicht hast, denn hier hast du schon Anerkennung und Wertschätzung von anderen im Außen bekommen. Jetzt liegt's an dir, mit der Vergangenheit abzuschließen, deine Flügel aufzubreiten und eine Entscheidung zu treffen. Wo geht's denn hin in Zukunft für dich? Wow! Meine Lieben, schaut euch das an. Wir haben so viel Stabenergie. Stäbe, Stäbe, Stäbe. 6 der Stäbe. Habe ich es nicht gerade gesagt? Anerkennung und Wertschätzung. Du bist hier auf der Reise, an deinen Erfolg zu glauben. Du wirst triumphierend aus einer Sache, Situation rausgehen, wenn du denn etwas hinter dir lässt, was dir dein Licht und Leuchten genommen hat und bereit bist, hier deinen Erfolg zu verteidigen. Mega! Um was geht's bei den 6 der Stäben? Ja, schaut euch das an. Nochmal die Hohe Priesterin, aber dieses Mal aufrecht. Höre auf die Stimme deiner Seele. Sprich ganz klar aus. Riskiere etwas. Sei mutig, auch etwas loszulassen. Hier wirklich die Anbindung mit der Hohen Priesterin, auf die Stimme deiner Seele zu hören, Urvertrauen zu haben. Du bist mystisch, du bist magisch, du hast inneres Wissen. Hier geht es darum, einen Weg einzuschlagen, zwischen Schwarz-Weiß rauszukommen und deine innere Weisheit dir zunutze zu machen, um hier über die Anbindung ans Universum erfolgreich zu werden. Ja, lass alles unterkühlte, harsche, auch den ein oder anderen Ex-Partner, Ex-Partnerin los. Menschen, die schneidend mit ihren Worten sind oder waren, die ihre Macht ausgenutzt haben. Du darfst hier wirklich ganz klare Grenzen ziehen und dich auf den Weg deiner Seele machen. Vielleicht geht es hier auch um ein Kind mit einem Vater-Kind-Thema zum Beispiel. Über die Schule wird diskutiert, über eine Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung wird diskutiert. Jemand, der unreif in Worten ist, diesen darfst du hinter dir lassen. Jemand, der unterkühlt ist, vielleicht hast du es wirklich mit einem Ex-Mann, Ex-Frau, Ex-Partner, Ex-Partnerin zu tun. Jemand, der dich klein hält und dein Licht und leuchtend von dir nimmt. Geh deinen Weg weiter mit den 8 der Kelchen, auch wenn schweren Herzens, wenn du nicht glücklich und erfüllt bist. Höre auf dein Bauchgefühl und gehe hier für die 2 der Kelche, die wahre Liebe, Verbindungen auf Augenhöhe, Verträge, glückliche Zeiten auf Augenhöhe weiter. Mega Botschaft. Trau dich, einen alten Anteil ein für alle Mal loszulassen. Lass dich nicht stagnierend festketten an einer Situation, sondern wir haben hier wirklich den Neuanfang. Du bist gefragt, etwas zu riskieren, deinen Kompass neu auszurichten und deinen Weg hier weiterzugehen. Ihr Lieben, bei euch habe ich schon so viele Karten. Ich hoffe, es ist noch Platz auf dem Tisch. Triff
dem Weg deines Herzens, beziehungsweise triff dich mit Menschen, die dir zuhören, die dein Herz höher schlagen lassen, date vielleicht neue Menschen, hab schöne romantische Zusammenkünfte, ja, auch mit Freunden, sprich drüber, komm in die Aktion, um eben etwas, was dich blockiert, hinter dir zu lassen. So, ich nehme noch eine Lenormand-Karte. Ja, du wartest hier auf ein Angebot, auf eine Zusage. Hier möchte vielleicht auch jemand dich zu einem Treffen einladen, aber du darfst hier genau hinhören und zwischen den Zeilen lesen. Bringt dir das Glück, Freude und Erfolg oder aber nimmt es dir hier dieses nur und du darfst es hinter dir lassen. Ein Geheimnis wird sich hier offenbaren. Vielleicht herrscht hier auch bei manchen unterkühlten Menschen keine Kommunikation, kein Treffen, keine romantischen Dates, keine Zusammenkünfte. Hier entsteht keine Weiterbildung. Hier gibt es vielleicht ja auch das ein oder andere versteckte Geheimnis. Hier darf über die klärenden Gespräche, über Kommunikation, Heilung reinkommen. Sprich auch über all das, was im Bereich der Intimität blockiert ist. Bereinige hier im Bereich der Familie auch Streitgespräche und folge deinem Licht, deiner Sonne. So, wir schauen mal. Was ist die Herausforderung für dich, mein lieber Stier? Ja, die 8 der Münzen in Kopflage. Eieiei. Also, was soll ich euch sagen? Ihr habt hier die Chance und Potenzial auf einen Neuanfang. Wir haben das Ass der Schwerter, wir haben das Ass der Stäbe, wir hatten auch das Ass der Kelche am Unterdeck. Schaut mal, was hier auch noch liegt. Das Kehlchakra, Kommunikation, einen alten Anteil loslassen, nichts hinauszögern, kein Ende hinauszögern, kein Ende blockieren, wo dich jemand zurückweist, abgewiesen hat, abgelehnt hat, sondern hol dich aus dem Stillstand und der Stagnation, aus der Vergangenheit raus, schließe Frieden mit inneren Kindthemen und befrei dein Halschakra. Wir haben hier wirklich Kommunikation, ist der Schlüssel zum Erfolg für dich, damit hier etwas erfolgreich weiter vorangeht. Die 8 der Münzen sprechen von, es wäre notwendig, hier Zeit, Kraft und Arbeit in etwas zu investieren, am Ball zu bleiben, zum Experten zu werden. Ja, ich habe für viele hier den Eindruck, hier geht es um die Arbeit, jawohl. Kenne deinen Wert, anstatt hier überfürsorglich und überhilfsbereit zu sein. Arbeite vielleicht auch an deiner Mutterrolle für manche. Hier geht es um Mutterschaft, um ja Ankommen bei sich selber, überfordert sein, vielleicht auch alles unter einen Hut zu bekommen. Hier möchte das Schicksalsrad, wie ich es hier schon reinbekommen habe, etwas für dich zum positiven Wandeln, wenn du bereit bist, wow, die Zügel deines Lebens in die Hand zu nehmen. Ihr Lieben, dein Herz zu öffnen, Tagträumerei zu betreiben, liebevoll mit dir und anderen zu sein, auch einem Kind vielleicht gegenüber, weil hier die Wunden der Vergangenheit geheilt werden dürfen. Schaut euch das an. Komm in Leichtigkeit, Hilfe und Unterstützung von Freunden, von Arbeitskollegen, von einem Umfeld und folge hier, ne, wie wir mit den 8 der Kelchen gesagt haben, den 10 der Kelchen, weil hier fehlen dir noch 2 Kelche, wahre Liebe auf Augenhöhe und hier hat sich eine Karte geschiftet. Schauen wir mal. Ja, auch wenn es Zeit, Kraft und Stärke von dir erfordert, auch wenn du ungeduldig bist, du darfst dich hier aus Mangeldenken, Mangelbewusstsein und Abwehrverteidigung, Blockaden befreien. Los geht's, mein lieber Stier. Nicht mehr länger warten, sondern aktiv werden, dein Licht in dir finden, ja, deine Welt und dein Leuchten auf den Kopf stellen, leidenschaftliche Themen überprüfen, wo hast du Fülle, wo folgst du dem Weg deines Herzens, wo findest du Begeisterung und wo bist du voller Willensstärke und Fokus dabei, dich auf die Reise zu machen, voranzuschreiten, in Bewegung zu kommen, damit hier das Schicksalsrad dich aus einer festgefahrenen Situation herausholen kann. Ja, schauen wir doch mal bei euch jetzt rein. Was ist denn der Tipp der Karten? Atmen, Herzschmerz heilen, loslassen, Verluste heilen, just breathe. Die 4 der Schwerter,
mentale Heilung ganz wichtig für dich. Vielleicht darf der ein oder andere hier auch Nachrichten von einem Ex-Partner, von einer Ex-Partnerin erstmal verdauen und verarbeiten, weil vielleicht gab es hier schon länger zurückliegende Geheimnisse. Du hast verborgenes Wissen. Atme tief durch, stell dich hier der Herausforderung und verteidige deine Mitte. Du entscheidest, wer oder was dir dein Leuchten nehmen kann und wer oder was es einfach bedarf, loszulassen. Schauen wir mal zum Tipp. Ja, nimm dir Kraft, Mut und Stärke, um hier den Triggeranteilen, den wilden animalischen Anteilen in dir, ja, mit Sanftheit und Sanftmut zu begegnen. Auch wieder der Hinweis der Karte Kraft, Durchhaltevermögen beweisen und die Komfortzone zu verlassen. Auch hier sich zurückzuziehen, sich eine Pause zu gönnen und auch wieder zu Kräften zu kommen, ja? Aussteigen aus dem Kämpfen, aus der Konkurrenz, aus dem Beweisen müssen, aus Machtspielchen und wow, Vertrauen auf karmische Gerechtigkeit. Manche von euch haben hier mit einer Ausgleichssituation zu tun, mit einer objektiven Entscheidung wiederum. Ja, Entscheidung ist hier wirklich ganz laut gefragt. Balance möchte rein. Du wirst hier die Konsequenzen deiner vergangenen Handlungen und Worte und Taten ernten. Du darfst dich entscheiden, wie möchtest du in Zukunft leben. Ja, du bist der Magier. Du hast alles, was du brauchst, um jetzt eine Sache, Situation erfolgreich voranzubringen. Schöpfe Inspiration, finde dein inneres Licht. Ja, nutze deine Ressourcen, um deine Träume wahr werden zu lassen und lass alles Alte, Ungerechte los, vielleicht auch eine Scheidung los, ja. Menschen, die dir dein Fundament nehmen oder genommen haben, wo es keine solide Basis mehr gibt, keine Kommunikation, kein Fundament, das darf hier neu gestaltet werden. Raus aus Illusion, aus Gefühlschaos, aus dem Brett vorm Kopf und aus dem Abwägen und rein in Macht und Kontrolle deines Lebens, dein eigener Chef zu sein, ja. Du darfst dich hier von wirklich Menschen distanzieren, die nur Leidenschaft wollten, die freiheitsliebend sind oder waren, die dir das Gefühl geben, ständig abwägen zu müssen oder nur eine Option zu sein. Du darfst hier hinschauen und in die Vollendung kommen aus Überforderung, depressiven Phasen. Bitte, bitte, bitte hier wirklich rauskommen. Es steht und fällt mit deiner Entscheidung, etwas hier ganz klar zu sehen, in die Neubewertung deiner Gefühlswelt zu kommen und hinzuschauen, wo du es mit Menschen zu tun hast, die ihre Handlungen nicht ausführen, nichts investieren und hier, wo es kein Fundament gibt, dich aber über die Kommunikation blockieren. Sprich ganz klar Klartext und befrei dich aus dem Kummer, aus, ja, dem nicht vorhandenen Erfolg. Menschen, die deinen Wert hier nicht sehen, die dir keine Liebe und Fülle schenken, auch im zwischenmenschlichen Bereich, im Bereich der Dualität und der Liebe. Ja, entscheide dich hier selbst für deine Stabilität und Sicherheit voranzugehen. Wow, also ganz schön herausfordernder Oktober, aber absolut Befreiungsenergie. Du gehst weiter, du ziehst dich vielleicht auch zurück, um wieder zu Kräften zu kommen. Du vertraust auf Karma. Die Weichen, meine Lieben, stehen hier super gut. Wir haben dreimal die Eins. Mega. Synchronizitäten übers Universum für dich ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Finde Balance in deinem Neuanfang. Finde deinen Weg weg von unterkühlten, harschen, vergangenen Menschen und ja, lass Schmerz und Trauer zu, aber bitte nicht kämpfen, nicht verteidigen müssen, sondern riskiere etwas, schlage einen neuen Weg ein und stelle dich deiner Wahrheit. Ja, raus mit dem Popo aus der Vergangenheit und rein in die Selbstermächtigung, in die bunte Zukunft, Lichtschalter an, Farbe ins Leben bringen und aus dem Schwarz-Weiß-Denken rauskommen. Ja, hier ist dein neues Leben aktuell blockiert, weil es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, etwas voranzubringen. Du darfst hier erstmal, wie soll ich sagen,
Gut Ding braucht Weile, ins Vertrauen kommen, dass dein Glück auf dem Weg zu dir ist, wenn du deine Zukunft mit der Macht der Fantasie mitgestaltest. Ja, hier möchte Frieden geschlossen werden mit der Vergangenheit, damit du dein Glück finden kannst. Irgendetwas aus der Vergangenheit blockiert dich hier. Das darf noch abgearbeitet werden. Wir lesen kurz in die 39 rein. Du möchtest ein neues Leben, du möchtest einen Befreiungsschlag, aber du darfst hier noch schauen, wer oder was nimmt dir dein Licht und kostet dir Kraft und Stärke und wer oder was hält dich in einer Situation fest, damit du antriebslos dich fühlst. Du musst deine Unerfahrenheit akzeptieren und mit dir selbst so behutsam sein wie mit einer zarten Knospe, die dabei ist, sich zur Blüte zu öffnen. Auch mit deiner Unwissenheit darfst du dich zeigen. Du stehst mit den Dingen noch am Anfang und kannst daher jetzt noch nicht aus den Vollen schöpfen. Gib dich der Erfahrung des Neuen hin und versuche nicht, den Lernprozess zu beschleunigen. Die Erneuerung des Lebens und die damit verbundene Reifeprozesse folgen ihrem eigenen Zeitmaß auch. Ja? Sei im Hier und Jetzt, das Leben liebt dich. Also der Hinweis, im Hier und Jetzt, raus aus dem negativen Denken und rein in die Zuversicht, ja, dass zur rechten Zeit alles kommt, so wie es für dich gedacht ist. Wirst du nervös bei dem Gedanken, dass die Zeit verstreicht und die Verwirklichung deiner Träume allzu lange auf sich warten, sei unbesorgt, für die wichtigen Dinge des Lebens wird es dir niemals an Zeit mangeln. Die Wunder, die dir und nur dir allein bestimmt sind, kannst du nicht versäumen. Ist das nicht fantastisch? Du bist in guten Händen, denn Engel und gute Geister umschweben dich in unsichtbaren Sphären und führen dich auf deinen Weg und sorgen dafür, dass er mit Annehmlichkeiten erfüllt ist. Lass zu, dass Zuversicht behutsam an die Stelle deiner Besorgnis tritt. Das göttliche Prinzip wird dir niemals dein höchstes Wohl versagen. Alles ist dein im göttlichen Zeitmaß und wird dir zur rechten Zeit begegnen. Entspanne dich. Das ist der Hinweis der Karten. Und eine Intuitive Whisper Karte als Orakel-Hinweis noch für dich. Community Kurs. Also, mein lieber Stier. Gemeinschaft wird gerufen. Hier geht es um das Ausstrahlen von Resonanz, von Frequenzen, damit dich die richtigen Menschen finden. Hier geht es wieder um die 11, ganz große karmische Prozesse im Oktober. Your mind, your body, your soul. Deine Gedanken, dein Körper, deine Seele. Du entscheidest, wo du dein Licht findest. You are more powerful than you know. Glaube an dich, du bist kraftvoller als du denkst. Lass dich nicht von kontrollierenden Menschen unter den Scheffel buttern sozusagen, ja, sondern sprich deine Wahrheit aus. Komm ganz klar in die Kommunikation. Hier geht's um Gemeinschaft, die dich ruft, um neue, bekannte, verwandte Herzensmenschen, Menschen, die auf Augenhöhe mit dir sind. Hier geht es um eine direkte Reflexion der Welt. Suche für die Community. The search for your community starts inside you. Ja, die Suche nach deiner Verbindung, nach deiner Gemeinschaft startet in dir. What kind of community could support you toward that goal? Welche Art der Kommunikation könnte dich unterstützen, dein Ziel zu erreichen? Versuche etwas Neues, ein Workshop, ein Rückzug, ein Erholungswochenende etc. Öffne deine Augen und schau um dich herum, welche Verbindungen, Gemeinschaften fühlen sich wirklich stimmig für dich an und lassen dich im Hier und Jetzt dich lebendig fühlen. Ja, ihr seid auf dem Prüfstand der Gefühle, ihr dürft genau hinschauen, wer schenkt euch Licht und wer nimmt euch Licht und ihr dürft alles hinter euch lassen, was eure Kraft und Stärke nicht wertzuschätzen weiß. Du findest Balance, triff eine Entscheidung und riskiere etwas in deinen Neuanfang, in dein Wunder, in deinen karmischen, gerechten Start zu kommen und dein Glück zu empfangen. In diesem Sinn, mein lieber Stier, tausend Dank für deine Zeit, für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Video und ganz bald, sagt deine Sunny. Ciao, ciao.